Und wenn ich davon ausgehe, jetzt ca. einmal im Quartal 2000 Franken zu investieren in Aktien, wie mache ich das näher? Wie das machst. Ja, es ist relativ einfach. Du brauchst ein sogenanntes Depot, ein Wertschriftendepot. Das bietet dir eine ganze Reihe von Banken an. Am besten gehst du auf Comparis, schauen, welche Bank macht das für dich am günstigsten. Idealerweise suchst du eine Online-Bank. Man redet oft von Trading-Konto. Das solltest du aber nicht traden. Traden heisst, du kaufst, gehst rein und raus und versuchst den Markt zu schlagen. Du willst ja nur anlegen, das heisst, du musst aber trotzdem ein Trading-Konto haben. Und du machst nur eins, du tust Geld auf das investieren, also überweisen, am liebsten regelmäßig, dass immer das Geld dort drauf ist. Und dann, wenn das Geld dort drauf ist, kannst du in dem Online-Interface von dieser Online-Trading-Bank, kannst du dann im Prinzip die Aktien suchen, findest sie und kannst sie kaufen. Da gibt es ein paar Details. Das erste ist, du musst ganz genau festhalten, was du eingezahlt hast, weil du weißt relativ bald im Durcheinander. Okay. Und auch was du eingezahlt hast, dass du immer weißt, was hast du eingezahlt. Vom Trading-Konto Nein, nein, in die Aktie oder umgekehrt? in dein Konto. Also, du hast immer ein Sparkonto und ein Depot in diesen Trading-Kontos. Auch damit du weißt, was hast du überhaupt dort gespart. Und dass du dann den Wert von dem Trading-Konto vergleichst mit dem, was du investiert hast. Und warum ist das wichtig? Weil alle Trading-Konten deinen Erfolg falsch ausweisen. Sie zeigen dir nur den Kursverlauf und nicht Dividenden. Also der Kursverlauf der Aktie kann negativ sein und trotzdem kann es sein, dass du Dividenden bekommst auf deinem Barkonto und es wäre positiv. Also tendenziell zeigt das Trading-Konto immer zu wenig an. Okay. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das demotiviert sehr viele Leute. Und das ist in diesem Interface nicht, also das wäre eine kleine Sache, dass Ja, macht das niemand. die Weil Anbieter das sind das alles macht. Trader, weißt, das ist denen gleich. Okay. Und es ist trotzdem seriös. Es ist trotzdem seriös. Es ist gemacht für ganz eine andere Art von Kundschaft. Du profitierst davon, weil du viel, viel tiefere Kosten hast, als wenn alle würden so sparen wie du. Okay. Du zahlst fast nichts. Ich verwende zum Beispiel Bank 2 Plus vom Cash. Cash Bank 2 Plus hat sehr günstige Kosten für Depotführung. Strateo in Genf auch sehr günstige Kosten für Kontoführung. Aber es gibt noch andere, es gibt noch Saxo Bank, es gibt Swissquote, es gibt das TradeNet von der Berner Kantonalbank. Ich würde einfach mal schauen, was es gibt. Entscheide dich für ein Konto, tun dort das Konto eröffnen, aufgrund von der Kosten, und fange an, mal einfach eine Aktie zu kaufen. Und dann nach einem Quartal eine weitere Aktie.